bist der Magi aus Siva. Ich dachte, die Magi wären die Beschützer des Pharao. Ich bin keinem Pharao verpflichtet. Siehst du das? Das ist doch mein Name, Nek! Wir werden dich finden! Wir werden dich finden! Wenn du schläfst! Schlaf! Ich schlafe nie! Ich warte nur in den Schatten! Und ich werde euch alle töten! Jeden, der an diesem Tag dabei war, in Siva! Du hast meinen Herrn ermordet und mich für tot gehalten. Das war ein Fehler. Dein Herr war ein Mörder. Ich habe ihm die Treue geschworen. Das ist eine Frage der Ehre. Ich bin der Magi aus Siva. Dann bist du ein würdiger Gegner. Du magst schnell sein, Magi, aber ich bin stärker. Eine zerbrochene Waffe rettet dich nicht! Dieser Ort wird einem von uns als Grab dienen. Mögest du es sein. Lassen wir die Waffen ruhen. Du bist keiner von denen, die ich töten will. Eine Frage der Ehre. Wir kämpfen bis zum Tod. So soll es sein. Anubis erwartet dich. Nek, kein Ausgang. Gibt es keinen Halt. Ich brauche einen Weg in einen anderen Raum.
Die Skarabäen müssen irgendwo herkommen. Das wurde sicher schon vor vielen Jahrhunderten erbaut. Die Reichtümer der Vorfahren. Vergib mir, großer Amun, aber das brauche ich. Thank you.
Da oben. Licht. Diese Wand. Soldaten. War ja klar. Was war das? Schnappt ihn! Stirb! Hepzifer! Pass auf! Vajek, bist du das? Das ist ein Hinterhalt! Wem sagst du das? Da drüben ist er! Tötet ihn! Tötet seinen Freund, ich kümmere mich um den Menschen! Du solltest doch tot sein! Und du wirst sterben! Dafür sorgen wir! Ich sehe, du hast neue Freunde. Sie wollten ja eine Falle stellen. Zum Glück war ich da, um dich zu begrüßen, hä? Es waren Monate. Du hast einen Bart, hä? Es war schon fast ein Jahr, mein Freund. Es fühlt sich gut an, rauszugehen und zu kämpfen. Ich bin aus der Übung. In Siva fügen sich alle den Soldaten aus Angst um ihr Leben oder Schlimmeres. Ich habe einen der Maskierten erwischt. Den Raya. Noch vier. Komm, es war eine lange Reise. Du brauchst Ruhe. Ach nein, keine Ruhe. Erst wenn die Gedärme aller Maskierten in der Sonne schmoren. Götter, wie du mir gefehlt hast. Wo ist dein Reittier? Ah, da bist du ja, Junge. Dann mal los, Seni. Wie ist es euch hier ergangen, seit ich fortging? Ach, es war schwierig, Bayek. Ohne dich erwarten die Dorfbewohner, dass ich für Ordnung sorge. Aber die Soldaten aus der neuen Garnison mischen sich in alles ein. Garnison in Siva? Ptolemäus will die gesamte Region kontrollieren. Ich gebe mein Bestes, um die Einwohner vor Ärger zu bewahren. Doch ich brauche Hilfe. Ich tue, was ich kann. Aber vergiss nicht. Ich muss meine eigenen Ziele verfolgen.
Ah, ich wusste, auf dich ist Verlass, Sveni. Was ist hier geschehen? Die Soldaten der Garnison sind brutal. Wenn sie vermuten, dass sie jemand anlügt, brennen sie seine Nachbarschaft nieder. Und Schlimmeres. Willkommen daheim, Bayek. Siva hat dich vermisst. Verdankt alles, was ihr habt. Eure Höfe, eure Güter, eure Kinder, ja sogar euer Leben. Großer Amun, es ist unser Bayek. Ist das Bayek? Bürger von Siva, seht, was aus jenen wird, die Medunamun, dem Priester des Pharao, nicht gehorchen. Ah, mein Heim. Lass das Tier hier, es läuft schon nicht weg. Geh einfach hinein. Ruh dich aus. Es war ein sehr anstrengender Tag. Ich will mich aber nicht ausruhen. Ich muss mich auf ihn vorbereiten. Hepzifah! Hepzifah! Schon wieder die Soldaten! Bayek! Rabia! Meine Rabia! Ich habe mich um dich gesorgt. Ah, du kennst mich. Du hattest recht. Ah. Seh dich an! Schnitte? Prellungen? Ja, das ist nichts. Setz dich! Hm? Setz dich! Setz dich. Ich kümmere mich um dich. Hast dich nicht verändert. Du und Aya. Ich habe euch zwei immer verarztet. Und dann eure Eltern belogen. Die Zeiten ändern sich. Aber du bist noch der Alte.
Schlafender Osiris. Ich dachte, du warst nie wieder auf. Na, Rabia hat mich verarztet und ich war... Ich ließ dich schlafen. Du musst hellwach sein, um es mit Medunamun aufzunehmen. Deshalb, mein Freund. Ein neuer Bogen? Er wird dir gefallen. Am besten, du triffst sie direkt in den Kopf. Eine Strohpuppe ist robuster als die andere. Gut. Hepzifer! Was ist denn? Die Soldaten wollen dich holen! Los! Komm, schnell! Sorg dafür, dass niemand dieses Haus lebend verlässt. Hepzifer! Wir wollen nur mit dir reden! Nomak Rotjek wurde ermordet! Womöglich war dein Freund der Major beteiligt. Komm raus, wenn du seinen Namen reinwaschen willst. Hinterhalt vorbereiten. Scheiße. Wenn sie die Briefe bei mir finden, dann werde ich hingerichtet. Sei unbesorgt. Ich töte sie alle. Viel Glück. Was war das? Wer ist da? Bleib unten. Er kommt uns zu nah. Jetzt erledigen wir den Rest. Ein paar Fragen. Bist du hier? Damit wir wollen nur rechnen. Lass die Leichen nicht so offen rumliegen. Passt jemand auf die Nordseite auf? Hier wird ihn keiner sehen.
Das war's wohl. Danke, Bayek. Ich sagte doch, diesen Scheißkerlen ist es egal. Was für eine Unverfrorenheit. Es ist traurig. Komm mit nach oben. Dann zeige ich dir alle Magi-Pflichten in Siva. Sivas Probleme sind hier. Ich versuche allen zu helfen, aber es ist einfach zu viel. Sagst du mir, dass du nicht über göttliche Kräfte verfügst? Nun, das Problem ist der Mann, den du töten willst. Medunamun. Die Menschen hatten Hoffnung, als er kam. Sie hatten Hoffnung auf Verbesserung. Wir wurden bald eines Besseren belehrt. Ich fürchte um die Sicherheit deiner Familie, Priester. Ich lasse sie an einen sicheren Ort bringen. Das ist der Mann, mit dem du es zu tun hast. Ich finde ihn und töte ihn. Medunamun ist weit mächtiger, als er aussieht. Und er umgibt sich mit den besten Soldaten. Mir doch egal. Dann stirbst du. Du musst stärker werden, wenn du diesen Scheißkerl umbringen willst. Vor allem brauchst du eine bessere Rüstung. Ach, die mache ich mir selbst. Waffen sind noch schwieriger. Die Soldaten haben alle im Dorf konfisziert. Ich rede mit dem Waffenschmied. Ja, BNP kann bestimmt etwas für dich anfertigen. Oder Senno hilft dir zu finden, was du brauchst. Senno? Senno lebt noch? Sieh mal einer an. Senno, altes Mädchen. Und gut in Form. Rabia hat sie gesund gepflegt. Ich muss ihr danken. Die Menschen sehen sich nach Hilfe, Bayek. Wenn du ihnen hilfst, helfen sie dir. Ich verstehe.
Yeah.